Ja, und ich habe euch geforscht wegen die Brodersinger, wo sind gewesen die erste weltliche jüdische Akteuren und Sänger, wo sind aufgetreten in der weltlichen Sphäre und heimdick im mitten 19. Jahrhundert. Das heißt, dass vor dem haben jeden nur gemerkt, auftreten mit jüdischen Lieder oder Szenes, Purim oder mal Simchas Torah, aber es ist, man hat nicht gemerkt, Stamm zu singen sich in einem Café oder machen eine formelle Vorstellung. Und sie haben angehoben, dass sie dann rumwandern, speziell in Rumänien, Durham, Russland und Galizien. Und das ist gewesen, eher das ist gewesen, das jüdische Theater. Und nachdem, was Goldfaden hat gegründet, das jüdische Theater, haben sie weitergearbeitet, ein Teil von sie sind geworden, formelle Akteuren, gearbeitet mit ihm. Aber es ist geblieben eine Tradition von solchen Troubadouren, was vorne rum und spielen. Und es ist gewesen sehr informell und sehr hämisch und sehr primitiv mit den Kostümen. Sie haben gefunden, etwas Papier von der Zuckerke, was man hat gegessen und man hat das genutzt, anzuschmieren die Lippen mit Farbe. Es gibt ein sehr, oder anschmieren das Pony mit Sage oder mit Schmutz. Und, ja, es ist sehr primitiv, aber es ist sehr schön.